Und damit Ahoi und willkommen zurück zu unserer letzten Episode von Assassin's Creed Black Flag. Ich bin's wieder mal, euer Captain Ozzy. Und wie ihr seht, wir werden jetzt auch zum letzten Mal unsere Missionserfolge begutachten, in der Hoffnung, meine letzte Schatzkarte endlich gefunden zu haben. Das war sie schon mal nicht. Aber ich bin doch zuversichtlich, dass ich das hier bekomme. Jetzt hoffen wir mal. Ein paar haben wir ja noch. Ja, so, wieder nicht. Okay. Und jetzt? Ja! Eine neue Schatzkarte. Super Sache. Gut. Okay, alle Missionen geschafft. Okay. Jetzt checke ich trotzdem nochmal schnell sicherheitshalber alles, weil ich möchte auch die Abstergo-Herausforderung haben, dass ich sämtliche Fluten aus Kenways Flotte wirklich einmal befahren habe. Und das einmal alles gemacht ist, das erkennt ihr in Form von Ausrufezeichen, weil die darauf hindeuten, dass es neue Missionen sind. So, deswegen checke ich jetzt gerade alles nochmal ab. Ich werde mich nur auf Seeschlachten einlassen, wenn es für mich auch einen Sinn und Zweck erfüllt. Aber bislang, okay. Ah, guck mal hier, 3 Stück. Okay, gibt es denn bei euch auch nochmal was? Gut, habe ich schon einmal freigekämpft. So, reparieren. Und dann checke ich dich mal auf den Weg. Gut. Nach Portugal. Und du? Ich brauche nicht mal reparieren. Check ich direkt los. Gilt ja als sicher. Okay. War nicht 3, waren nur 2. Aber egal. Haben wir es wieder mal geschafft. Nur mal kurz durchchecken. Hier noch was. Ne, alle schon befahren. Die habe ich auch alle schon befahren. Okay. Gut. Gut. Dann haben wir das. Okay. Dann werden wir uns jetzt mal auf die Suche machen, unseren letzten Schatz zu bergen. Dazu muss ich meine Kajüte verlassen. So, na Jungs, alles klar. Okay. Moment, Schatzkarte. Jetzt ist er wieder aktiv. Okay, Koordinaten. 679-3831. Das ist dort. Okay. Jo, dann werde ich da mal schnell hinspringen. So. Schiff verlassen. Mal gucken, warte mal. Ah, okay, das ist die Insel. Check ich mal die Schatzkarte. Ah, oben links am Landzipfel. Okay. Okay. Gucken. Das müsste da sein. Gut. Werden wir mal ein bisschen schwimmen. Zack. Ja, Digga. Wissen wir doch nur. Schnell an Land. Und dann werden wir uns unseren letzten Schatz hoffentlich holen. Aber ich bin auch nicht optimistisch. Weil dann haben wir nämlich wirklich alles bekommen und alles gefunden. Und... ja, hier ist er. Sehr schön. Ausgebuddelt. Gucken, gibt es denn doch noch irgendwas Spezielles bei oder gibt es wahrscheinlich nur Kohle? Mal gucken. Lass uns überraschen. Sesam, öffne dich. Okay, nur 4000 Reale. Na egal, aber 22 von 22 Truhen gefunden. Somit haben wir alle möglichen Schätze und Schatzkarten gefunden und alle möglichen Schätze auch geborgen. Und somit haben wir auch alle möglichen Pläne, hatten wir aber beim letzten Mal schon, haben wir alles mittlerweile erkundet. Das heißt, ich habe jetzt hier so im Großen und Ganzen alles abgeschlossen und werde mich jetzt hauptsächlich noch der Hauptsequenz widmen, die jetzt aber auch ihr Ende finden wird. Werd aber die Klappe halten, wünsche euch viel Spaß dabei, wir quatschen gleich nochmal. Gentlemen, wie gefällt es euch hier? Es wird uns sicher reichen. Doch unser Ziel muss es sein, uns noch weiter zu verteilen. Unter den Menschen, die wir schützen, zu leben und zu wirken, so wie Altair ibn La'ahad es uns lehrte. Nun, bis es soweit ist, nutzt es nach Belieben. Edward, Captain Woods Rogers Wunden sind verheilt. Er ist wieder zurück in England, entehrt und verschuldet. Bleibt aber gefährlich. Das erledige ich bei meiner Rückkehr. Ihr habt mein Wort. Namens Anne. Edward. In den nächsten paar Monaten segle ich nach London. Es wäre mir eine Ehre, wenn du mitkämst. England ist die falsche Richtung für eine Frau aus Irland. Bleibst du hier bei den Assassinen? Nein. Ich habe nicht die Überzeugung im Herzen. Und du?
Irgendwann, ja. Wenn mein Geist zur Ruhe kommt und mein Blut sich abkühlt. Schiff voraus! Es nähert sich der Bug! Du bist ein guter Mann, Edward. Und wenn du es einst länger als eine Woche an einem Ort aushältst, wirst du auch ein guter Vater. Of all the money that e'er I had, I spent it in good company. And all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Wie ich doch finde, ein sehr, sehr schönes Ende. Ich persönlich mag ja sowas. Leider ist seine Frau, wie ihr nur mittlerweile mitbekommen habt, vor Jahren verstorben. Aber dafür hat er eine wunderschöne Tochter, um die sich jetzt kümmert und in die Heimat zurückkehren wird. Mir hat das Gameplay riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, mir zuschauen zu können. Jetzt möchte ich euch mit den letzten Bildern und der Diskussion zwischen Vater und Tochter noch ein wenig alleine lassen. Vater, konntest du schon immer ein Boot segeln? Die Jackdaw ist ein Schiff, Jenny. Kein Boot. Aber hast du es denn gekonnt? Nein. Nein, erst als ich Bristol verlassen hatte. Ah, als du Mom. Ich hab deine Mutter nicht. Ich ging jedenfalls nicht ohne Verabschiedung. Es war eine Abmachung, weißt du, zwischen deiner Mutter und mir. Sie sagte was anderes. Sie sagte, du sprachst immer davon, ein Boot zu segeln und in der neuen Welt reich zu werden. Ich wollte immer ein Schiff segeln. Das stimmt. Aber nicht zum Spaß, sondern für uns, damit sie versorgt ist. Und du? Ich nicht. Mom sagte, du wusstest nichts von mir. Du hättest nur einmal im Jahr geschrieben und sie hätte nie gewusst, wo du gerade warst. Das ist wahr und es tut mir sehr leid. Hätte ich es früher gewusst, wer weiß. Vielleicht wäre ich gekommen. Ich hoffe, das wäre. Nun, du hattest zu tun, da bin ich sicher. So war es doch. Das wäre egal gewesen. Kann ich dein Boot steuern? Boot? Ich sehe kein Boot hier. Du etwa? Ach, ich meinte Schiff, das weißt du doch. Ich sehe da sowieso keinen Unterschied. Ah, dabei ist es ganz einfach, Jenny. Ein Schiff kann ein Boot tragen. Aber ein Boot kann kein Schiff tragen. Na, dann ist doch alles ein Schiff. Ob groß oder klein, außer mein Spielzeugboot. Das, mit dem ich immer baden gehe. Das hast du sehr klug beobachtet. Ist es schwer, über Caroline zu reden, Jenny? Über deine Mutter? Nein. Sie starb vor vielen Jahren. Sie fehlt mir sehr, doch das geht schon. Hatte sie Schmerzen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Sie war eine ganze Weile sehr glücklich. Dann nicht mehr so sehr. Da habe ich sie kaum noch gesehen. Und dann war sie fort. Das tut mir leid. Tut mir leid, dass ich nicht für dich da war. Ach, schon gut. Jetzt bist du hier. Und wir erleben Abenteuer. Aber nur ein ganz kleines, hoffe ich. Ich vertrage keine großen Überraschungen mehr. Glaubst du, wir sehen ein Wal?
Ja, das ist sehr gut möglich. Hm. Und was ist mit Piraten? Werde ich Piraten sehen? Nein. Das ist sehr unwahrscheinlich, denke ich. Oh, das ist schade. Ich hätte so gerne einen gesehen. Ich sag dir was, Jenny. Sobald sich der Wind etwas gelegt hat, darfst du die Jackdaw steuern. Ein Abstecher ans Ruder, bevor es dunkel wird. Oh ja! Schönes Happy End. Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid bei meinem nächsten Gameplay mal wieder mit dabei. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Zeit. Viele Grüße, euer Ossi. Ciao, ciao. Miss Jennifer Kenway, darf ich mich euch vorstellen? Jennifer Scott, wenn's recht ist. Verzeihung, ich... Meine Tochter wuchs bei ihrer Mutter auf, Caroline, bis sie vor ein paar Jahren verstarb. Jenny zieht ihren Namen dem meinen vor. Ah, verzeiht meine Unkenntnis. Ich schon, sie vielleicht nicht. Vater, hilf mir! Der kleine Rotzlöffel dagegen ist ein Kenway. Was ist los, Hatham? Ich kann die Bühne nicht sehen. Hoch mit dir. Besser so? Ja, doch wird dein Arm nicht müde? Hey, so alt bin ich noch nicht. Und falls ich ermüde, können wir ja gehen und deine Mutter treffen auf eine Schokolade bei White's. Wie klingt das? Ja, bitte. Gut, still jetzt.